Grüß Gott alle zusammen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei unserem Sonntagsimpuls. Heute ist der 15. Sonntag im Jahreskreis. Und das Thema an diesem Tag lautet: Der Glaube ist wie ein Weizenkorn. Das bedeutet, wenn wir kein guter Boden sind, geht auch nichts auf. Um es besser verständlich zu machen, sehen wir heute einen kleinen Teil aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, Vers 1 bis 23. Am selben Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Seeufer, um zu lehren. Bald hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Darum stieg er in ein Boot und sprach von dort zu den Menschen am Ufer. Was er ihnen zu sagen hatte, erklärte er durch Gleichnisse. Ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu säen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. In der dünnen Erdschicht ging die Saat zwar schnell auf, als dann aber die Sonne am Himmel hochstieg, vertrockneten die Pflänzchen. Sie konnten keine starken Wurzeln bilden und verdorrten deshalb in der Hitze. Wieder andere Körner fielen ins Dornengestrüpp, doch dieses hatte die junge Saat bald überwuchert, sodass sie schließlich erstickte. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden und brachten das 100-, 60- oder 30-fache der Aussaat als Ertrag. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Später kamen seine Jünger und fragten ihn: Weshalb verwendest du solche Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Jesus antwortete: Euch lässt Gott die Geheimnisse seines himmlischen Reiches verstehen, den anderen sind sie verborgen. Wer diese Geheimnisse begreift, der wird noch mehr Einsicht bekommen, bis er überreich damit beschenkt ist. Doch wer kein Verständnis dafür hat, dem wird selbst das Wenige, was er hat, noch genommen. Deshalb rede ich in Gleichnissen. Denn die Menschen sehen, was ich tue, und sehen doch nicht. Sie hören, was ich sage, und hören und begreifen doch nicht. Damit erfüllt sich an ihnen, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat: Ihr werdet hören und doch nichts verstehen, sehen und doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nicht zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen und sie heilen. Aber ihr könnt euch glücklich schätzen, denn eure Augen können sehen und eure Ohren hören. Ich versichere euch, viele Propheten und Menschen, die nach Gottes Willen lebten, hätten gern gesehen, was ihr seht, und gehört, was ihr hört. Aber die Zeit war noch nicht da. Euch will ich nun das Gleichnis von dem Bauern erklären, der Getreide aussät. Manche Menschen hören zwar die Botschaft von Gottes Reich, verstehen sie aber nicht. Dann kommt der Teufel und reißt die Saat aus ihrem Herzen. Bei solchen Menschen ist es also wie bei den Körnern, die auf den Weg fallen. Andere Menschen sind wie der felsige Boden, auf den die Körner fallen. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sofort mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder davon ab. Noch andere Menschen gleichen dem von Dornengestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch die Sorgen des Alltags und die Verlockungen des Reichtums ersticken diese bald wieder, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft, verstehen sie und bringen Frucht. 100, 60 oder 30-fach. Liebe Schwestern und liebe Brüder, der Zähmen im Evangelium
Was wird er wohl gedacht haben? Er hat sich angestrengt und versucht, alles richtig zu machen. Und doch muss er nun zu sehen, wie alles zerstört zu werden droht. Die Vögel fallen über den Acker her und das Unkraut droht alles zu ersticken. Was im heutigen Evangelium beschrieben wird, ist vergleichbar mit dem, was wir in unserem Alltag erleben. Weder zähmen, so setzen wir uns auch im Alltag ein. Die Worte Jesu laden uns ein, dass wir nachdenken, in welcher Haltung wir uns ans Aussehen machen. Ich kann sorgsam mit meinen Können und mit dem, was ich habe, umgehen. Es liegt an mir, wohin ich meinen Samen ausstreue. Was sollen wir aus dem Evangelium hineinnehmen in unser Leben? Was bedeutet es, dass der Samen auf felsigen Boden fällt, dass bei dem, der das Wort hört, aber es keine Wurzeln schlägt? Jesus weiß es. Wir sind gefährdet, dass wir Gott aus den Augen verlieren. Wir sind in Gefahr, dass wir bei der ersten Schwierigkeit schwach werden und fallen. Der Glaube ist wie ein Weizenkorn, klein und unscheinbar und doch voller Kraft. Bei Alltagssorgen fällt der Glauben leicht in die Dornen. Das Glaubenskorn muss vorsichtig behandelt werden und wir sollten nie vergessen, dass wir nicht alleine sind. Gott will Gemeinschaft haben mit uns Menschen. Dafür braucht er unsere Offenheit. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn wir kein guter Boden sind, dann geht bei uns auch nichts auf. Gott und der Mensch müssen eine Einheit sein, sonst gedeiht nichts. Der Zähmen ist kein Erbsenzähler, der Zähmen ist großzügig. Mit voller Händen wirft er den Samen aufs Feld. Der Zähmen sät auf Hoffnung. Unsere Aufgabe ist es, was für uns möglich ist zu tun und Gott seinen Teil machen zu lassen. Jesus erzählt das Gleichnis von Zähmen, denn das Wort Gottes kommt nicht immer an. Unseren Glauben treuen viele Gefahren. Manche von uns gleichen festgestempften Wegen. Morgen schon ist alles vergessen. Andere sind steinigen Boden. Sie waren nur Strohfeuer. Wieder andere sind wie Gestrüpp. Sie hören zwar, aber ihre Sorgen um Anerkennung überwuchert alles. Das Wort Gottes hatte keine Chance. Und wie bin ich? Ich glaube, mein Herz gleicht nicht nur fruchtbaren Ackerboden. Oft bin ich versteinert.
ablehnend, von mir eingenommen. Doch der Zähmen errisst trotz aller Risiken großzügig und zuversichtlich. Dort, wo Gott uns hingestellt hat, da wird es immer so sein, dass nicht alles aufgeht, was wir sehen. Bringen wir also das Saatgut aus, das uns gegeben ist. Paulus sagte einmal ein Wort, das von Zwang befreit, alles selber machen zu müssen. Ich habe gepflanzt, Apollo, ein anderer Missionar hat begossen, Gott aber lässt wachsen. Amen. Zum Ende möchte ich Ihnen noch einen kleinen Witz erzählen. Finden zwei Polizisten eine Leiche vor einem Gymnasium. Nun müssen sie ein Protokoll ausfüllen. Fragte der eine den anderen: Du, wie schreibt man dann Gymnasium? Keine Ahnung. Komm, wir legen sie vor die Bank. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihr Interesse an diesen Gedanken zum heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier auf diesem Kanal am kommenden Samstag wiedersehen würden. Tschüss!